In diesem Video betrachten wir einen typischen Reaktionsmechanismus von Alkenen und Alkinen, also von Kohlenwasserstoffen mit einer Doppel- oder Dreifachbindung, die sogenannte elektrophile Addition. Elektrophil heißt elektronenliebend. Wir haben also einen Reaktionspartner, von dem ein Bestandteil Elektronen liebt. In dem Fall wäre das ein Bromatom, was von dieser elektronenreichen Ladungswolke hier in der Doppelbindung angezogen wird. Wenn nun dieses Brom hier in die Nähe unserer Doppelbindung kommt, dann wird die Ladung im Brom polarisiert. Die positiven Ladungen werden nach unten zu dieser Doppelbindung hingezogen, die negativen Ladungen im Brom werden nach oben weggedrückt. Nun nennt man dieses untere Ende elektrophil. Diese positive Ladung hier wiederum zieht nun die negative Ladung aus der Bindung des Kohlenstoffs an. Es bilden sich hier zwei Brücken, ein sogenannter Pi-Komplex. Im nächsten Schritt trennt sich nun das Brom aus der ursprünglichen Verbindung. Es gibt zwei Ionen und geht eine feste Bindung mit den beiden Kohlenstoffatomen ein. Warum eine Bindung zu beiden Kohlenstoffatomen und nicht nur zu einem? Nun, dieses Molekül ist völlig symmetrisch aufgebaut, das heißt aus der Sicht des Broms sind diese Kohlenstoffatome hier absolut identisch. Und aus quantenmechanischer Sicht ist es dann günstig, tatsächlich beide Zustände gleichzeitig zu realisieren. Es ist nämlich so, dass das Bromion seine positive Ladung nun gleichmäßig über die gesamte 3-Bindung hier verteilen kann. Man sagt, die Ladung lokalisiert und verteilt sich jetzt über den gesamten Dreierring. Man nennt das ein Bromonium-Ion. Und dieses Zwischenprodukt, dieses Bromonium-Ion, ist relativ stabil, denn die positive Ladung kann nun hier durch Mesomerie sich über den gesamten Ring verteilen und das ist ein energetisch besonders günstiger Zustand, weil die Ladung dadurch die maximale Freiheit hat, sich zu verteilen. Ein solches mesomeriestabilisiertes Ion hat eine gewisse Lebensdauer von einigen Nanosekunden. Das ist nicht besonders viel, aber es reicht, damit in dieser Zeit eine weitere Reaktion stattfinden kann, nämlich hier unser Bromanion, das noch übrig ist, das kann jetzt von der Rückseite hier an diese positive Seite angreifen. Man nennt das jetzt einen nukleophilen Rückseitenangriff. Und kann jetzt hier mit einem der beiden Kohlenstoffatome eine Verbindung eingehen, sodass wir unser Endprodukt erhalten, ein 1,2-Dibrom-Ethan in der Trans-Konfiguration. Schauen wir uns nun noch die anderen Halogenide an. Schauen wir uns das Jod an, das steht also eine Zeile weiter im Periodensystem unten. Das Jodatom ist etwas größer als das Bromatom. Wenn sich das Jod jetzt diese Doppelbindung nähert, passiert genau das Gleiche. Es bildet sich im ersten Schritt hier ein Iodonium-Ion, das mesomeriestabilisiert ist. Und das übrige Iod-Anion, das greift wieder von der Rückseite nukleophil an. Im Fall vom Chlor verläuft die Reaktion ein wenig anders. Die Chloratome sind nämlich deutlich kleiner als Brom und die Bindungen hier sind kürzer, sodass es nicht mehr möglich ist, dass ein Chloratom an beide Kohlenstoff gleichzeitig bindet. Das wäre der Abstand zu groß. Hier ist das eine Chloratom gezwungen, mit einem der Kohlenstoffatome, egal mit welchen, eine Bindung einzugehen. Das andere Kohlenstoffatom hat jetzt allerdings eine Ladung zu wenig, ist damit positiv geladen, bildet ein sogenanntes Carbenium-Ion. Dieses Carbenium-Ion ist auch einigermaßen stabil, sodass das übrig gebliebene Chlorion nun die Möglichkeit hat, an dieser positiven Kohlenstoff auch wieder von der Rückseite her anzubinden. Das ist das 1,2-Dichlorethan. Also hier ist der Unterschied, dass wir ein Carbenium-Ion des Kohlenstoffs hatten. Gehen wir weiter zum Fluor. Das ist noch kleiner als das Chlor und ist sehr reaktiv. Beim Fluor ist es so, dass gar keine elektrophile Addition mehr stattfindet, sondern die Fluoratome, die können irgendwo an beliebiger Stelle einfach so angreifen. Schauen wir uns als nächstes die Reaktion der Alkene mit Halogenwasserstoffsäuren an.
Hier zum Beispiel sehen wir Chlorwasserstoff, also praktisch Salzsäure. Dieses Molekül ist bereits polarisiert, auch ohne diese Doppelbindung hier, hat also von Hause aus schon einen elektrophilen Teil, das Wasserstoffatom. Das wird sich natürlich gerne hier mit dieser Doppelbindung in Verbindung setzen. Also wird hier auch wieder eine elektrophile Addition stattfinden. Nun habe ich hier mal ein Beispiel von Propen genommen. Dieses Propenmolekül ist nun asymmetrisch. Hier sind die beiden C-Atome nicht mehr völlig identisch. Für welches der beiden wird sich der Wasserstoff nun entscheiden? Rechts oder links? Und in diesem Fall gilt die sogenannte Markovnikov-Regel, die besagt, das Wasserstoffatom geht an die Seite, die schon die meisten Wasserstoffbindungen hat. Sozusagen, wer viel hat, dem wird noch was dazugegeben. Während das andere Kohlenstoffatom, das hat jetzt eine Ladung zu wenig, das wird zum Carbeniumion, positiv geladener Kohlenstoff. Ein solches Carbeniumion hat auch wieder eine gewisse Lebensdauer, sodass das verbleibende Chlor- nun die Gelegenheit hat, an diesem Carbeniumion eine Verbindung einzugehen. Was steckt eigentlich hinter dieser Markovnikov-Regel? Nun ist es so, dieses Carbenium-Ion, hat nur eine gewisse Lebensdauer und diese Lebensdauer, die hängt ab davon, wie viele Methylgruppenpartner dieses Ion hat. Je mehr Methylgruppen an diesem Ion dranhängen, desto langlebiger wird das Carbenium-Ion. Und wir sehen, dieses Kohlenstoffatom hat zwei Partner, während das hier nur eins hat, also ist das die stabilere Variante, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass das Chlorion hier bindet, größer ist als auf dieser Seite. Und tatsächlich sieht man, dass bei einer Temperatur von 25 Grad 60% von dieser Konfiguration stattfindet, das sogenannte Markovnikov-Produkt, und 40% vom Anti-Markovnikov-Produkt, dem 1-Chlorpropan. Zum Schluss schauen wir uns noch die Reaktion von Alkan mit Wasser an. Wenn wir Propen nehmen und Wasser dazugeben, wird erstmal nicht viel passieren. Wenn wir allerdings noch etwas Säure als Katalysator hinzugeben, findet auch wieder eine elektrophile Addition statt. Wir haben dann nämlich Hydronium-Ionen, also H3O-Ionen mit einer positiven Seite. Die sind wieder elektrophil, das heißt, wird sich hier dieser Doppelbindung annähern. Da Wasserstoff ein kleines Atom ist, werden wir wie beim Chlor wieder den Fall haben, dass es an einer Stelle bindet, nach der Markovnikov-Regel dann an diesem C, während das andere C ein Carbenium-Ion bindet, das natürlich nun hier mit dieser nukleophilen Seite des verbliebenen H2O-Moleküls eine Verbindung eingeht, so dass der negative Sauerstoff hier bindet. Ein überschüssiges H+ wird wieder abgegeben, steht also für unsere Säure als Katalysator-Ion für die nächste Reaktion wieder zur Verfügung. Und an unserem Kohlenwasserstoff haben wir nun eine OH-Gruppe, das heißt, es handelt sich um einen Alkohol, einen sekundären Alkohol, wie wir hier an den beiden Bindungen sehen. Und zwar um das Propan-2-Ol. Das kennen wir auch als Isopropanol, das Reinigungsmittel. Das war die elektrophile Addition von Alkenen.